Siamo con Clarence Pargai nel Postpartita di Lugano-Zurigo. Clarence, ich denke, man kann sagen, dass das heute ein sehr guter Test war gegen einen würdigen Gegner. Ja klar, ich glaube, Zürich ist eine gute Mannschaft und eine, die vorhin spielt in Tabau. Und für uns war es ein guter Test. Ja. Zwei Vorbereitungsspiele und zwei Siege, was sicher für die Moral gut ist. Aber noch mehr Grund für Optimismus gibt vielleicht die Art und Weise, wie ihr gespielt habt. Ja, ich würde sagen, heute ist ja, nah am Meisterschaftsniveau gewesen, sehr strukturiert und ja, wir haben solid gespielt und haben probiert das umzusetzen, was wir abgemacht haben, und das ist uns ziemlich gut gelungen. Wir haben vor zwei Wochen mit dem Eistraining begonnen. Auf welche Aspekte habt ihr bis jetzt angeschaut und auf was werdet ihr die Arbeit richten in der nächsten Woche? Ja, wir haben klar auf das System gearbeitet. Wir haben neue Spieler, die müssen einleben in das System. Und, ja, nächste Woche geht es auf Köln, das Turnier. Und ja, schauen vorwärts für das. Ja. Nach mehr als einem Jahr Verletzungspause kannst du endlich wieder spielen. Wie hast du dich in diesen zwei Spielen gefühlt? Ja, es war schön, wieder beim Eisschau. Ja, lange Zeit war. Und ja, ich muss sagen, ich fühle mich gut. Natürlich ist es noch ausbaubar, aber für die ersten zwei Spiele ist es völlig okay.